Hallo, liebe Deutschlernende. Was ist der Unterschied zwischen nutzen und benutzen? Was ist der Unterschied zwischen nutzen und nützen? Darüber sprechen wir in diesem Video. Also, die Unterschiede zwischen den Wörtern sind nicht so groß und oft kann man sie auch als Synonyme gebrauchen, aber es gibt ein paar feine Unterschiede. Deswegen werde ich dir erstmal die Bedeutungen vorstellen und dann sprechen wir über diese feinen Unterschiede. Also, nutzen. Ja, nutzen bedeutet, einen Gegenstand zu gebrauchen oder diesen zur Hilfe nehmen, um ein Ziel zu erreichen. Ja, etwas in Anspruch nehmen kann es auch bedeuten. Ja, meistens bedeutet dieses Wort etwas Allgemeines, nutzen. Ja, also zum Beispiel, Sabine nutzt täglich den Bus, um ohne Stress zur Arbeit zu kommen. Ja, es muss nicht derselbe Bus sein. Es kann irgendein Bus sein. Ja, also Busse, die sie zur Arbeit transportieren. Ja, aber da es nicht immer derselbe Bus sein muss, ist es eine allgemeine Aussage, wie es in der Definition heißt. Ja. Es ist etwas Allgemeines. Ein zweites Beispiel. Herberts Garten kann nicht nur zur Erholung, sondern auch zum Gemüseanbau genutzt werden. Ja. Weil Gemüseanbau etwas Allgemeines ist und nicht etwas Konkretes, wie zum Beispiel diese eine Tomatensorte anpflanzen. Ja, das wäre ein bisschen konkreter. Nein, es heißt im Beispiel Gemüseanbau. Ja, etwas sehr Allgemeines. Und deswegen benutzt man das Wort nutzen. Ja. Das dritte Beispiel. Das Angebot, bei den Schmidts im Auto mitzufahren, sollten wir nutzen. Ja, es ist etwas Abstraktes. Ja. Ein Angebot kann man nutzen, weil ein Angebot etwas ein abstraktes Konzept ist. Ja. Es ist nichts Konkretes. Benutzen auf der anderen Seite bedeutet so viel wie verwenden, ausnutzen, ja, zum Vorteil anwenden, brauchen, gebrauchen, nutzbar machen. Ja, das sind alles Synonyme und Wörter, die du vielleicht nicht unbedingt kennst, aber es ist gut, diese Synonyme zu kennen. Ja, falls du ein paar dieser Wörter kanntest, kannst du sie auch zum besseren Verständnis nutzen. Okay, das sind ein paar Synonyme von benutzen. Und wenn man das Wort benutzen benutzt, dann geht es meistens um etwas Spezifisches. Synonyme sind zum Beispiel auch anwenden, ausnutzen, befahren, begehen, brauchen, gebrauchen, niesbrauchen, nutzen, nutznießen. Ja, also das mit nutznießen und niesbrauchen, das sind zwei Wörter, die ein bisschen alt sind. Nützen. Ja, nützen ist ein Synonym von benutzen, verwenden. Ja. Im weiteren Sinne bedeutet benutzen auch anbrechen, einsetzen, verwerten. Ja. Alles Wörter, die du vielleicht nicht unbedingt kennst, aber vielleicht bist du ein paar der Wörter schon einmal begegnet oder kannst dir denken, was sie bedeuten. Ja, zum Beispiel befahren, begehen. Ja? Ich benutze den Bürgersteig. Ja? Damit meine ich, dass ich auf
dem Bürgersteig gehe, ja, oder ich benutze die Straße, um mit meinem Auto zu fahren. Ja, damit befahre ich die Straße und benutze die Straße damit. Ja. Ein paar Beispiele. Siehst du nicht, dass er dich nur benutzt? Ja, das bezeichnet eine spezifische Person. Ja? Eine bestimmte Person nutzt eine andere Person aus. Ja? Also ein Beispiel, nochmal. Siehst du nicht, dass er dich nur benutzt? Das bedeutet, pass auf, dieser Typ will nicht das Beste für dich, sondern das Beste für sich selbst. Okay, das ist, was es bedeutet, eine andere Person zu benutzen. Ja, wie es in der Definition heißt, ja, etwas zum eigenen Vorteil anwenden. Ja, wenn ich eine andere Person benutze, also zum Vorteil anwende, ja, dann bin ich nicht sehr empathisch. Dann denke ich nur an mich, wenn ich eine andere Person benutze, ja, wie einen Gegenstand. Ja, und das ist, wie gesagt, sehr spezifisch. Ja, ich benutze eine bestimmte Person. Ein zweites Beispiel. Diese Gabel ist schon benutzt. Ja, es ist eine spezifische Gabel. Ja, eine bestimmte Gabel. Nicht irgendeine Gabel, ja, sondern diese eine Gabel wurde benutzt. Ja, ich sollte sie lieber nicht nutzen. Ich sollte lieber eine saubere Gabel benutzen. Ja, und da geht es, wie gesagt, um etwas Spezifisches. Deswegen benutzen wir das Wort benutzen. Ein drittes Beispiel. Darf ich mal Ihre Toilette benutzen? Ja, und da geht es um genau eine Toilette, um eine bestimmte Toilette. Und deswegen sagen wir benutzen. Und das dritte Wort ist nützen. Ja, nützen hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist ein Synonym von nutzen, aber es wird in Süddeutschland so gebraucht. Ja? Also nützen ist süddeutsch oder österreichisch für von etwas Gebrauch machen. Ein Synonym von nutzen. Zum Beispiel nütze den Tag. In meinen Ohren klingt das sehr, sehr seltsam, weil ich aus dem Norden komme. Ja, ich komme aus Rostock bzw. Berlin und deswegen klingt es für mich sehr seltsam. Nütze den Tag. Ja, ich würde sagen, nutze den Tag. Aber in Süddeutschland und in Österreich sagt man auch, nütze den Tag. Ja, also, nützen kann einfach nur ein Dialekt sein. Ja, also, eigentlich kein Unterschied, ja, zwischen nützen und nutzen. Aber nützen hat noch eine zweite Bedeutung. Und diese zweite Bedeutung ist hilfreich sein. Ja, Synonym von helfen. Zum Beispiel, diese Ratschläge nützen mir nichts. Ja, du hilfst mir nicht. Ja, diese Ratschläge nützen mir nichts. Ja, diese Ratschläge helfen mir nicht. Also kann man auch nützen auf diese Art und Weise gebrauchen, ja, als Synonym von helfen. Noch zwei weitere Beispiele für die zweite Bedeutung von nützen. Das nützt mir jetzt gar nichts. Ja, also du hilfst mir gerade nicht. Ja, das hilft mir gerade nicht. Ja, oder das nützt mir jetzt gar nichts. Und das letzte Beispiel, es nützt nichts, das müssen wir jetzt tun. Ja, also wir kommen, wir können nicht arbeitsscheu sein, ja, wir müssen diese Aufgabe erledigen. Ja. Alles, was wir versucht haben, um diese Aufgabe nicht zu erledigen, hilft nicht. Ja. Es nützt nichts. Wir
Wir müssen das jetzt tun. Ja, das ist das dritte Beispiel von der zweiten Bedeutung von nützen. Also, um es noch einmal zusammenzufassen, der Unterschied zwischen nutzen und benutzen ist einfach nur, dass das eine eher allgemein ist, ja, nutzen ist eher allgemein und benutzen ist eher spezifisch. Ja, es geht um eine bestimmte konkrete Sache. Aber ich sage eher. Ja, eher heißt, es tendiert dazu. Es ist nicht immer so. Ja, also, nutzen wird eher allgemein gebraucht. Nicht immer, aber oft. Und benutzen wird eher spezifisch, konkret gebraucht. Aber nicht immer. Ja, im Grunde genommen gibt es auch viele Sätze, wo man beide Wörter benutzen kann, ja, oder alle drei, ja, nutzen, benutzen, nützen, ja, das können alles Synonyme sein, ja, es kann dasselbe bedeuten und nützen ist wie gesagt ein Synonym für nutzen in Süddeutschland und Österreich, aber nützen hat wie gesagt noch eine zweite Bedeutung und die zweite Bedeutung von nützen unterscheidet sich von nutzen und benutzen. Und diese zweite Bedeutung von nützen ist, wie gesagt, helfen. Okay? Ich habe all diese Informationen aus Wiktionary. Wenn du mehr Details erfahren möchtest, dann schau diese Wörter auch nochmal auf Wiktionary nach. Und dann weißt du, wie der Unterschied ist. Ja, beziehungsweise mit diesem Video hast du hoffentlich schon das meiste über diese Wörter gelernt und weißt nun, wie du sie ungefähr benutzen kannst. Okay? Ich habe das Wort benutzen auch mehrmals gebraucht im Zusammenhang in diesem Video, sodass du auch lernst, wie man das Wort am allgemeinen gebraucht, also im in der natürlichen Rede. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns später und bis dann. Tschüss.